rufen auf den Tagesordnungspunkt 2, der Regierungserklärung des Hessischen Ministers für Soziales und Integration betreffend neuer Blick aufs Alter. Wir geben die passenden Antworten. Die vereinbarte Redezeit ist 20 Minuten je Fraktion. Die Reihenfolge ist festgelegt, die Landesregierung logischerweise. Dann die SPD-Fraktion, die Grünen, die Linke, die FDP-Fraktion, die CDU und die Frau Kollegin Öztürk, sofern sie das wünscht. Herr Minister, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir reden heute im Hessischen Landtag über die ältere Generation. Lassen Sie mich dabei eines voranstellen. Wir brauchen einen neuen Blick auf diese Generation. Wenn wir in den vergangenen Jahrzehnten des letzten Jahrhunderts von Seniorinnen und Senioren die Rede war oder wir von ihnen gesprochen hatten, so hatten wir doch alle ein recht homogenes Bild von der Rentnergeneration vor Augen, die hoch verdient, mit rund 60 Jahren in den Ruhestand eingetreten ist, vielfach auch schon früher. Das Bild ist heute sehr viel bunter und lässt sich nicht mehr so einfach in einen Rahmen packen. Wenn man sich alleine hier in unseren Reihen der Abgeordneten herumblickt, mehr als ein Drittel der Abgeordneten ist 60 Jahre und älter. Mehr als ein Drittel der Abgeordneten ist 60 Jahre und älter. Aber ich bin ziemlich sicher, dass sich die wenigsten als klassische Senioren fühlen. Vielmehr stehen Sie oder stehen wir auch mitten im Berufsleben. Also ich blicke ja in so einige Gesichter an dieser Stelle, wie so viele andere in diesem Alter auch. Das heißt, letztendlich die Generation 60 plus ist deutlich aktiver als früher, eigentlich so aktiv wie nie zuvor. Wir hatten letztes Jahr anlässlich der Feierlichkeiten zu 70 Jahren in Hessen eine tolle Veranstaltung hier in einem Kino, zu der wir 70-jährige Hessinnen und Hessen eingeladen haben. Das waren spannende Begegnungen. Auch da haben wir gesehen, wie unterschiedlich diese Altersgruppe ist. Der Bogen spannt sich eben vom aktiven, gesunden Menschen, die mitten im Leben stehen, die noch arbeiten oder das Ehrenamt suchen. Aber selbstverständlich gibt es auch Menschen, die krank sind, Hilfe und Unterstützung brauchen oder die arbeiten müssen, weil sonst die Rente nicht reicht. Zwar liegt das Armutsrisiko für ältere Menschen in Hessen unter dem der Gesamtbevölkerung, das hilft aber dem einzelnen Menschen, der davon betroffen ist, jedoch nur wenig. Und daher setzen wir frühzeitig an, um Armutsrisiken in der Erwerbsbiografie zu vermeiden und um vorhandene Armut im Alter zu mindern, meine Damen und Herren. Und es gibt, das muss man auch sagen, Einsamkeit. Das ist der Preis der Individualisierung unserer Gesellschaft, den diese Gesellschaft halt zahlt. Darauf muss es Antworten geben, darauf, wie Gemeinschaft dennoch geschaffen und generationenübergreifend gelebt werden kann. Also, wir müssen eine Politik für die ältere Generation machen, die alle von 60 bis über 100 in ihren unterschiedlichen Bedürfnissen erreicht. Das ist eine große Aufgabe, meine Damen und Herren. Und die Hessische Landesregierung stellt sich dieser bereits erfolgreich. Ich will aufzeigen, wie unterschiedlich wir diese Menschen in ihren unterschiedlichen Lebenswirklichkeiten unterstützen und die oben angerissenen Herausforderungen und Fragen beantworten. Wenn ich mit den älteren, aktiven Menschen beginne, dann ist relativ klar, es dürfte bei der sehr großen Mehrheit dieser Personengruppe schwer sein, diese mit der Adressierung Seniorinnen und Senioren anzusprechen oder gar zu erreichen. Denn weder fühlen sich diese Menschen so, noch sieht die Gesellschaft sie als solche. Diese älteren Menschen fühlen sich so jung wie nie zuvor, und sie sind so aktiv wie nie zuvor. Das sind einerseits diejenigen, die noch so rüstig sind, dass sie über das Renteneintrittsalter hinaus weiterarbeiten. Ja, sie tun es auch, um ihren Lebensunterhalt besser bestreiten zu können. Das ist auch ein Teil der Lebenswirklichkeit. Viele arbeiten aber auch gerne, weil ihnen, wie Sie selbst sagen, die Arbeit weiterhin Spaß macht. Und auch dieses ist ein wichtiger Bestandteil. Und dann können wir uns wieder hier umschauen. Also ich bin ja selbst in dieser Altersgruppe mit 60 Jahren alt. Wenn ich an meine Zukunft denke, das mag den einen erschrecken, es mag den anderen vielleicht aber auch erfreuen. Ich denke keineswegs an Ruhestand, sondern vielmehr daran, welche spannenden Projekte
und Herausforderungen ich beruflich auch noch anpacken werde. Und das ist doch für jeden selbst. Jeder muss sich selbst fragen, der an der Schwelle dieses Alters ist oder es überschritten hat, ob es ihm nicht ganz genauso geht. Und genau dieses sind die unterschiedlichen Lebenswirklichkeiten, die wir in unserer Gesellschaft haben und die wir auch akzeptieren müssen und wo wir, wenn es Probleme gibt, Antworten und Lösungen für solche Probleme finden müssen. Und das ist, viele Menschen denken so. Und deswegen dürfen wir ihnen nicht nur ein altersgerechtes, sondern auch ein alternsgerechtes Arbeiten möglich und damit den Ansprüchen und Bedürfnissen einer älter werdenden Belegschaft auch dann letztendlich Rechnung tragen. Das spielt ein Thema oder das spielt eine Rolle bei dem Thema Fachkräftesicherung, für welches wir damit gleichzeitig schlicht und einfach sensibilisieren wollen. Das ist eine große Rolle und auch dort. Ältere Menschen brauchen wir für auch unsere Arbeitswelt. Menschen, die länger arbeiten, sind schlicht und einfach diejenigen, die einen Wissenstransfer auch an die jüngere Generation weitergeben können. Und wenn wir dieses Wissen nicht weitergeben, wird unsere Gesellschaft ärmer, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deshalb ist es notwendig und wichtig, dass wir dort ansetzen, dass wir genau diese Gesundheit, die letztendlich dazu führt, dass der Wissenstransfer stattfinden kann, auch aufrechterhalten können. Und deswegen sind wir dabei, insbesondere Beschäftigungsfähigkeit von hessischen Bürgerinnen und Bürgern durch Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement in Betrieben zu fördern und letztendlich sie auch zu beraten. Und dabei setzen wir nicht erst bei den älteren Menschen an, sondern schon sehr viel früher. Bereits bei den jungen Menschen erklären wir, dass ein gesundes Leben letztendlich eine Chance auch für ein erfülltes Alter gibt. Insofern sind die Interdependenzen an dieser Stelle ganz deutlich gesehen. Wir legen einen besonderen Fokus auf das Handwerk, denn dort sind Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer besonderen Belastungen ausgesetzt. Im Rahmen des Projektes Handgerecht haben das Hessische Handwerk und das Institut für Arbeitswissenschaften der TU Darmstadt mit Unterstützung durch das Hessische Sozialministerium kürzlich einen Ratgeber erarbeitet, wie kleinen Betrieben im Baugewerbe praxisnahe Ansätze aufzeigen können, wie sie die physischen Belastungen für ihre Belegschaft so gering wie möglich halten und sich auf die besonderen Bedürfnisse älterer Beschäftigte einstellen können. Zudem bauen wir die Wissens- und Praxisplattform Beschäftigungsfähigkeit auf, die noch in diesem Jahr freigeschaltet werden soll. Hiermit wollen wir allen kleinen und mittelständischen Unternehmen umfassende und systematische Informationen zur Verfügung stellen, wie sie die Beschäftigungsfähigkeit ihrer Mitarbeiter durch attraktive, sichere und gesunde Arbeitsplätze erhalten können. Beschäftigungsfähigkeit, und deswegen sage ich das ganz bewusst, zu sichern, bedeutet damit auch, künftige Altersarmut zu vermeiden. Von Altersarmut gefährdet sind vor allem Menschen, die in längeren Phasen selbstständiger Tätigkeit mit geringem Einkommen, geringfügiger Beschäftigkeit, Arbeitslosigkeit oder familienbedingten Erwerbsunterbrechungen in ihren Erwerbsbiografien aufweisen. Wer dagegen in der Lage ist, seinen Beruf lange gesundheitlich fit und vom Wissen her stets auf der Höhe der Zeit auszuüben, hat gute Aussichten, seinen Lebensabend auch ohne materielle Sorgen gestalten zu können. Und damit komme ich zu den klassischen Rentnerinnen und Rentnern, die ihr Berufsleben hinter sich gelassen haben, von denen ich allerdings heute auch schon sage, wir sorgen vor. Alleine durch die Frage von Beschlüssen der Reform von Betriebsrenten, aber auch durch das von den Kollegen Dr. Schäfer und Herrn Al-Wazir und mir entwickelte Konzept der Deutschlandrente sehen wir, dass wir in Zukunft die Fragestellung, wie wir auch mit gebrochenen Erwerbsbiografien eine sichere Alterseinkünfte vernünftig auf den Weg bringen können, auf einem guten Weg. Das heißt, wir denken heute schon an morgen, und dafür dient auch entsprechend das Konzept der Deutschlandrente. So, viele Menschen, schlicht und einfach, die älter sind, üben mit viel Freude und Engagement ein Ehrenamt aus. Und unser Ziel muss es doch sein, noch mehr Menschen für das Ehrenamt zu gewinnen. Das ist ein wichtiger Pfeiler unserer Gesellschaft, denn er baut Brücken und verbindet Jung und Alt. Und diese Menschen müssen wir ansprechen. Das haben wir getan. Freiwilligenagenturen, generationenübergreifende Hilfe, Hilfsangebote, all das haben wir entwickelt. Von gemeinsamen Theaterprojekten, bei denen Jung und Alt gemeinsam auf der Bühne stehen, über Reparaturcafés und praktische Nachbarschaftshilfen,
Überall engagieren sich Seniorinnen und Senioren, sei es auch in der Hausaufgabenhilfe bei oder sie erleichtern Schulabgängern oder Auszubildenden Bewerbungstrainings den Einstieg ins Berufsleben. Und natürlich bei der Fragestellung einer Individualisierung oder auch einer Zersplitterung von Familienlandschaften alleine aus örtlicher Sichtweise heraus ist auch das Thema von Leihopas und Leihomas ein wesentliches Bestandteil auch für einen Zusammenhalt in der Gesellschaft. Und spannend ist, dass Untersuchungen ergeben haben, dass die Bindung insbesondere von Leihopas zu ihren Leihenkeln genauso tief und genauso herzlich ist wie zu den leiblichen Enkeln. Es entsteht damit ein Miteinander der Generationen, von dem wir alle profitieren, meine Damen und Herren. Und deshalb ist es uns wichtig, diese Angebote letztendlich generationenübergreifend zu gestalten. Der Erfahrungsschatz der älteren Menschen muss schlicht und einfach weitergegeben werden. Da ist die Hilfestellung für die junge Familie durch Ältere beim Einkauf, bei der Betreuung, bei vielem anderen mehr. Und dieses generationenübergreifende Miteinander ist uns wichtig. Das wird aber auch institutionell unterstützt. Über 130 Familienzentren werden von uns gefördert mit speziell familienbezogenen Angeboten. Und 39 Mehrgenerationenhäuser haben wir hier in Hessen als Anlaufstellen. Denn in einer Welt, die sich längst von der Großfamilie und Gemeinschaft hin zur Individualisierung entwickelt hat, ist es mir ein wichtiges Anliegen, auch der Einsamkeit von Seniorinnen und Senioren entgegenzuwirken und sie generationenübergreifend einzubinden. Wenn die eigenen Kinder weit weg wohnen oder der Ehepartner bereits verstorben ist, wollen wir Möglichkeiten der Begegnung und der gegenseitigen Hilfe auch schaffen. Ältere Menschen berichten mir bei Veranstaltungen immer wieder, dass das Thema, wie lebe ich im Alter, eine sehr große Rolle für sie spielt. Und immer früher geht diese Generation in die Planungen für ein möglichst selbstbestimmtes Leben und Wohnen im Alter. Ich habe eingangs gesagt, dass wir 70-jährige Hessin zu einem Film eingeladen haben. Dieser Film hieß »Wir sind die Neuen«. Und anschließend haben wir mit Ihnen diskutiert über generationenübergreifendes Wohnen, neue Wohnformen, neue Wohngemeinschaften. Und ich lade jeden ein, ein praktisches Beispiel gerne einmal in Wiesbaden zu besuchen. Ich vermittle gerne den Kontakt dazu. Auf jeden Fall, eines hat sich längst durchgesetzt, nämlich die Erkenntnis, dass unterschiedliche Formen des gemeinschaftlichen Wohnens einen wichtigen Beitrag dazu leisten können, den Seniorinnen und Senioren auch im Alter ein eigenständiges und sozial eingebundenes Leben zu ermöglichen. Hier setzen wir und haben wir mit unserer sozialpolitischen Initiative angesetzt, schon 2012 begonnen, neue Handlungskonzepte und Impulse zu entwickeln, sowohl mit der Fragestellung der Überarbeitung der Broschüre Wohnen in Hessen gemeinschaftlich und generationenübergreifend, mit der Fragestellung, wie wir versuchen können, mit Wohnungsbaugesellschaften ins Gespräch zu kommen, nicht nur altersgerecht, sondern auch barrierefrei entsprechend mitzubauen, und letztendlich auch mit dem Wettbewerb Aktion Generation lokale Familien stärken. Der letztjährige Preisträger war die Stadt Melsungen mit ganz spannenden Entwicklungen innerhalb der Stadt. Sie sagen, wir wollen nicht seniorenfreundlich sein, sondern wir wollen generationenfreundlich sein. Und genau das ist der Ansatz, den die Landesregierung unterstützt. Nicht zielgruppenspezifisch, sondern generationenübergreifend wollen wir an dieser Stelle machen. Wir informieren die hessischen Seniorinnen und Senioren vierteljährlich mit unseren Seniorenblättern über die unterschiedlichsten Themen, die die ältere Generation bewegen, seien es Fragen um die richtige Ernährung, Hilfen und Tricks im Umgang mit dem Internet oder auch etwa Liebe im Alter. Und wir liefern viel Service. So haben wir im letzten Jahr einen eigenen Flyer zum Umgang mit dem Internet beigelegt. Denn gerade die ältere Generation nutzt dieses Medium zunehmend. Die Bedürfnisse der älteren Menschen werden natürlich auch in unserem aktuellen Projekt Hessen hat Familiensinn analysiert und diskutiert. Wir haben uns ja mit diesem Projekt zum Ziel gesetzt, die hessische Familienpolitik weiterzuentwickeln und mithilfe konkreter Maßnahmen die Lebensrealität und den Alltag der Familien in Hessen zu verbessern. Und dabei spielen die Seniorinnen und Senioren, die ältere Generation, eine entscheidende Rolle. Wir überprüfen uns auch selbst. Und an dieser Stelle kann es sein, dass manche Maßnahmen vielleicht nicht effektiv genug sind und wir Ansätze bekommen, wie wir effektiver werden können.
aber es sind die Familien, die letztendlich die Experten für ihre Lebensrealitäten sind und am besten wissen, was ihnen gut tut und was ihnen fehlt. Und genau diesen Austausch und genau diesen Erfahrungsaustausch pflegen wir mit Hessen hat Familien. Natürlich gehört es auch mit dazu, wenn wir an ältere Generationen denken, auch an diejenigen zu denken, die Pflege bedürfen oder die auch eine gesundheitliche Versorgung brauchen. Neben der Fragestellung, dass Wohnen, das selbstbestimmte Wohnen, das entscheidendste Thema für ältere Menschen ist, müssen wir Rahmenbedingungen schaffen, dass dieses selbstbestimmte Wohnen so lange wie möglich im eigenen häuslichen Rahmen ermöglicht werden kann. Dazu bedarf es einer gut ausgebauten Pflegestruktur im Hinblick von ambulanter Pflege. Es bedarf einer guten ehrenamtlichen Vernetzung mit der Kommune, in der die Seniorinnen und Senioren leben, damit Hilfsdienste entsprechend auch mit organisiert werden können. Und wir brauchen auch eine gute wohnortnahe gesundheitliche Versorgung für Seniorinnen und Senioren. Und dieses haben wir alle, sowohl mit dem Pakt zur Sicherstellung der gesundheitlichen Versorgung über die Pflegestützpunkte bis hin zu der Fragestellung der ärztlichen Versorgung. Insofern sind wir in Hessen sehr gut aufgestellt und brauchen uns vor nichts an dieser Stelle zu verstecken. Und an der Stelle auch gesagt, ja, wir müssen dann auch diejenigen mit ins Auge nehmen, die möglicherweise zu pflegende Angehörige betreuen. Und mit der Charta Vereinbarung von Beruf und Pflege haben wir einen ganz wesentlichen Schritt getan. Gemeinsam mit der AOK Hessen, der Beruf und Familie GmbH und dem Bildungswerk der hessischen Wirtschaft Beruf und Pflege vereinbaren, ist das eine Initiative, die wir in Hessen ins Leben gerufen haben. Insbesondere bei kleinen und mittleren Unternehmen soll sie dazu beitragen, Beruf und Pflege für ihre Beschäftigten besser vereinbar zu gestalten. Und so haben wir diese Charta entwickelt. Sie ist bundesweit einmalig und ein echtes Erfolgsmodell. Gestartet sind wir mit 11 Unternehmen. 2,5 Jahre später haben wir in der Zwischenzeit 134 Unternehmen und Organisationen mit über 400.000 Beschäftigten, die dieser Charta beigetreten ist. Das ist eine echte Erfolgsgeschichte, meine Damen und Herren. Und mit dem Beitritt zu dieser Charta setzen Arbeitgeber ein Signal dafür, dass sie in ihrem Betrieb sich für Maßnahmen einsetzen, die die pflegenden Beschäftigten bei der Vereinbarkeit mit unterstützen. Familienzeit und andere flexible Arbeitszeitmodelle, die Möglichkeit von Telearbeit, die Ausbildung und Bereitstellung von Pflegeguides, das Angebot von Seminaren, Schulungen und Fachverträgen, Beratungs- und Vermittlungsleistungen oder die Bildung interner und externer Netzwerke sind nur einige Beispiele der vielfältigen Unterstützungsmaßnahmen. Und wir setzen ein starkes Signal gegen Brüche in der Erwerbsbiografie aufgrund von Pflege. Wir unterstützen die Ausbildung von ehrenamtlichen Pflegebegleitern. Das sind bürgerschaftlich engagierte Menschen, die ein offenes Ohr für pflegende Angehörige haben und ihnen auf diesem Wege Entlastung aufzeugen, immer mit dem Blick auf die ältere Generation, so lange wie möglich ein Wohnen und ein Leben in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen. Wir sind in einem speziellen Bereich der Hilfestellungen für demenziell Erkrankte. Ein Modellprojekt, das wir auf den Weg gebracht haben, soll bestehende Versorgungslücken schließen und neuartige, an konkretem Bedarf ausgerichtete Angebote innerhalb eines Versorgungsnetzes vorhalten. Die Vernetzung ist hier ein wichtiges Thema. In einzelnen Regionen wollen wir speziell die Möglichkeit einer wirksamen Vernetzung aller für die Pflegebedürftigen erforderlichen Hilfen zur Verbesserung ihrer Versorgungssituation erproben. Seit 2015 erhielten insgesamt 8 Landesmodellprojekte Fördermittel in einer Größenordnung von weit über 300.000 €. Meine Damen und Herren, es gibt eben auch Situationen, in denen die Pflege zu Hause nicht mehr gewährleistet werden kann. Und dann sind wir es diesen Personen, diesen Mitbürgerinnen und Mitbürgern schuldig, dass die stationäre Pflege einen vernünftigen und qualitativ hochwertigen Standard hat. Mit unserem Hessischen Gesetz über Betreuungs- und Pflegeleistungen haben wir genau dieses erreicht. Und wir stellen auch sicher, dass
die zu pflegenden oder die pflegebedürftigen Menschen in ihrer kulturellen und religiösen Selbstbestimmung unterstützt werden und ihr Recht auf eine gewaltfreie Pflege und Intimsphäre gewahrt wird. Die Novellierung des Gesetzes zu Beginn des Jahres hat das deutlich gezeigt. Die Auswertung hat verdeutlicht, dass wir hier an dieser Stelle auf einem ausgesprochen guten Weg sind. Meine Damen und Herren, ich habe eben schon angesprochen die Fragestellung der Wichtigkeit der medizinischen Versorgung. Eben weil viele Seniorinnen und Senioren länger zu Hause leben bleiben wollen und auch können, ist eben die wohnortnahe medizinische Versorgung dieser Menschen ein für mich großes Anliegen. Auch dieses ermöglichen wir mit unterschiedlichen Modellprojekten, die dann in die Regelversorgung übergehen. An dieser Stelle will ich sehr deutlich sagen, in Zukunft wird auch die Telemedizin an dieser Stelle einen ganz wichtigen Beitrag dazu leisten, diese Versorgungssicherheit auch in Zukunft sicherzustellen. Ich habe eingangs gesagt, meine Damen und Herren, wir brauchen einen neuen Zugang zu unserer älteren Generation. Ich habe nur einen groben Überblick darüber geben können, wie vielfältig und wie wenig homogen die Gruppe der heutigen Seniorinnen und Senioren ist und dieses damit auch verbunden ist für die jeweilige Bedarfslage. Das hat eben direkte Auswirkungen auf die Antworten, die wir geben und die wir weiterhin geben wollen. Für alle diese verschiedenen Senioren haben wir Angebote und bieten ihnen vielfältige Unterstützungsmöglichkeiten. Laut einer aktuellen Generali-Altersstudie ist die große Mehrheit der Seniorinnen und Senioren so zufrieden und so aktiv wie nie zuvor. Meine Damen und Herren, das soll auch in Zukunft so bleiben. Wir werden uns in der Hessischen Landesregierung deshalb auch weiterhin mit aller Kraft dafür einsetzen, dass wir uns um die vielfältigen Bedürfnisse dieser großen und heterogenen Gruppe zuverlässig kümmern. Denn eine zeitgemäße Politik muss alle von 60 bis über 100 in ihren unterschiedlichen Bedürfnissen erreichen. Das ist unser, das ist mein Anspruch, und darauf können sich die Menschen in Hessen verlassen. Meine Damen und Herren, ich eröffne die Aussprache. Zunächst hat sich zu Wort gemeldet Frau Abg. Alex für die SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Vorsitzender der Seniorenunion, der größten Vereinigung innerhalb der hessischen CDU, alles Gute zum Geburtstag. Frau Klaff-Isselmann, Schatzmeisterin beim Landesseniorenrat, alles Gute für Sie. Ein neuer Blick aufs Alter. Wir haben die passenden Antworten. Ich hoffe, Sie haben sich den Titel Ihrer Regierungserklärung schützen lassen. Es könnte sonst irgendein dubioses Versicherungsunternehmen auf die Idee kommen, dies zu übernehmen. Aber zunächst einmal möchte ich Ihre Bescheidenheit hervorheben, Herr Minister. Sie haben heute einen neuen Blick aufs Alter versprochen, und die Presse hat es auch schon gebracht. Wir haben jetzt einen neuen Blick aufs Alter. Und dabei hätte die Presse nur in ihr Archiv gucken müssen. Einen neuen Blick aufs Alter haben Sie nämlich schon 2011 versprochen, und zwar bei der Jahreshauptversammlung des Landesseniorenrats in Oberursel, wie man in der Frankfurter Neuen Presse mitteilen kann. Und schon damals war diese Position, dass nämlich die ältere Generation heterogen ist. Hier geht ein Telefon. Dass die ältere Generation heterogen ist, dass es unterschiedliche Ansprüche ist, dass man nicht auf Defizite, sondern auch auf Potenziale dieser Generation
schauen soll, eine Binsenweisheit. Niemand will dem widersprechen. Was ist an dem Blick auf das Alter neu? Nichts. Wir sind auch ehrlich gesagt bei der Ankündigung davon ausgegangen, dass die Landesregierung sich mit dem 7. Altenbericht der Bundesregierung auseinandersetzt und sich dabei die Handlungsempfehlungen an die Länder anschaut und sagt, wie sie vielleicht in Hessen umzusetzen werden. Nichts. So bewegen wir uns im Offensichtlichen und im Klein-Klein. Ja, ältere Menschen sind keine homogene Gruppe. Und ja, es stimmt, im Hessischen Landtag sind ein Drittel der Abgeordneten Jahrgang 1957 oder früher, also werden oder sind in diesem Jahr 60 Jahre alt geworden. Und wissen Sie, was das Schöne ist? Wenn wir alle gesund bleiben, werden es nächstes Jahr noch mehr sein. Und ja, die Interessenslagen dieser Personengruppen, der älteren Personengruppen, sind sicher etwas anders, auch die der Mitglieder des Hessischen Landtags. Ich gehe nicht davon aus, dass die älteren Abgeordneten die Bäckerblume, die Apothekenumschau oder die Seniorenblätter des HMSI studieren, um zu erfahren, dass Sommerzeit Grillzeit ist, wie sie fit durch den Frühling kommt oder was es mit den Online-Rentnern auf sich hat. Wären Sie allerdings obdachlos, dann würden Sie bereits seit 10 Jahren mit dem Jahrgang 1957 als alt gelten und am Ende Ihrer Lebenserwartung angekommen sein. Hätten Sie eine Erwerbsbiografie mit Lücken durch gesundheitliche Einschränkungen oder durch Familien- und Pflegezeiten, müsste Ihnen Ihre Zukunft als Rentnerinnen und Rentner Angst machen. Wären Sie chronisch krank, könnten Sie sich angemessenen und gesunden Wohnraum nicht leisten, sich nicht gesund ernähren, würden Ihre physischen und psychischen Kräfte nicht ausreichen, um sich etwas hinzuzuverdienen, würde das Ihre Lebenserwartung deutlich verringern. Gerade übrigens Frauen, die Familienarbeit geleistet haben, haben geringere Renten. Und wenn Sie von der Verleihung der Pflegemedaille berichten, dann dürfen wir nie aus dem Kopf verlieren, dass das die einzige hessische Auszeichnung ist, in der Frauen die Mehrheit der Ausgezeichneten stellen. Eines darf man bei aller Heterogenität der Gruppe der älteren Menschen nicht vergessen. Individuell unterschiedlich ist Altwerden immer eine Zeit des Verlustes. Verlust an physischer Kraft, Verlust von Angehörigen und Freunden, von sozialen Kontakten, von Selbstständigkeit und Mobilität. Und auch sind alte Menschen in vielfältiger Form Diskriminierung ausgesetzt. Wir gehen alle unterschiedlich damit um, aber sie sind da. Schauen Sie sich einmal die Werbung an. Schauen Sie Werbung, schauen Sie vielleicht sogar auf ZDF-Werbung. Da geht es ja nur noch um Schmerzmittel und um sich fit zu halten. Und da ist das Idealbild. Die fitte Oma, die Voltaren nimmt, damit sie über den Spielplatz toben und abends noch Tango tanzen kann. Und diesem Bild haben die Menschen zu entsprechen. Oder der Opa, der seinen Ehrgeiz daran gesetzt hat, mit irgendwelchen Mitteln seinen Enkel im Kindergartenalter beim Memory zu besiegen, was normalerweise ja unmöglich ist, wie man weiß. Warum? Wir dürfen uns auch von diesen Bildern des aktiven, des sportlichen, des überall interessierten ehrenamtlichen Rentners nicht verleiten lassen. Wer es kann, ist gut. Aber wer es nicht kann, ist genauso viel wert. Aus der Heterogenität der älteren Menschen haben Sie Ihre Schlüsse gezogen.
Sie haben Ihre Schlüsse gezogen und gesagt, wir müssen für jeden ein bisschen was anbieten. Meine Damen und Herren, das reicht nicht aus. Wir können keinen Laden aufmachen, wenn wir eine Gesellschaft gestalten müssen. Wenn wir eine Gesellschaft des langen Lebens wirklich wollen, dann müssen wir schauen, wie eine solche Gesellschaft aussehen soll, wie eine solche Gesellschaft geplant werden muss. Dann können Sie nicht Seniorenpolitik als einen kleinen Teil im Bereich des Sozialministeriums sehen, eine Gruppe von Menschen, für die man auch etwas tun muss, denn immerhin sind das ja alles Wähler. Und da sie immer mehr sind, werden es auch immer mehr Wähler. Und deswegen mal zu gucken, wir bieten dies, dies, dies und dies. Ich möchte nicht die Projekte, die Sie gemacht haben, herunterreden. Wir haben sie im Einzelnen gar nicht so beobachten können, als dass es uns zustünde. Aber wenn Sie die Zukunft einer Gesellschaft des langen Lebens gestalten wollen, dann müssen Sie Politik für ältere Generationen nicht in Projekten und Modellprojekten machen, sondern dann müssen Sie das als Querschnittsaufgabe begreifen, über alle Politikfelder hinweg und über alle staatlichen Ebenen. Sie haben zu Recht auf die Vereinsamung vieler älterer Menschen hingewiesen und diese auf die Individualisierung der Gesellschaft zurückgeführt. Das spielt sicher eine Rolle. Aber es gibt handfestere Gründe. Wer soziale Kontakte haben möchte, muss mobil sein. Er muss Orte aufsuchen können, braucht einen verlässlich bezahlten und gut erreichbaren Personennahverkehr. Das erreicht man nicht mit Projekten. Die Förderung des ÖPNV, insbesondere im ländlichen Raum, ist eine seniorenpolitische Maßnahme, die künftig immer bedeutender wird. Auch materiell abgesicherte Menschen, von denen Sie ja gerne reden, kommen schnell an ihre Grenzen, wenn sie alle Wege mit dem Taxi zurücklegen müssen. Sie sprechen über Wohnraum. Eine Beratungsstelle in ganz Hessen, in Kassel. Der VdK hat Sie dringend gebeten, wenigstens in Frankfurt noch eine Wohnbauberatung zu machen. Sie weigern sich. Wir fragen, wie viele Angebote von betreutem Wohnen in Hessen gibt es denn? Sie wissen es nicht. Sie wissen aber alle hoffentlich, dass betreutes Wohnen und Servicewohnen einfach keine geschützten Begriffe sind, dass sich jeder so nennen darf. Sie wissen aber auch, dass eine freiwillige Zertifizierung möglich ist. Wir fragen Sie, wie viele Wohnungen sind in Hessen zertifiziert? Sie wissen es nicht. Wir kommen langsam in die Nähe der Fragestellung. Wir haben die passenden Antworten. Was wir in Hessen... Was wir in Hessen brauchen, ist ein geförderter Wohnungsbau. Nicht eine Förderung von Projekten und eine Förderung von Ideen, sondern eine starke materielle Förderung vom Wohnungsbau, der auch die Bedarfe alter Menschen abdeckt, barrierefreier Wohnraum und gutes Umfeld. Nicht jeder möchte in einem ihrer 39 Mehrgenerationenhäuser einziehen oder kann es sich leisten, und es hätten ja auch nicht alle Platz. Ich möchte noch einmal auf das Thema Projekte und Modellprojekte kommen. Also, ich glaube, dass jedes Einzelne von diesen ihren Sinn hat und dass einzelne Menschen davon profitieren und profitiert haben, wenngleich das Angebot, wie wir aus einer Anfrage zu Modellprojekten haben, oft einen stark defizitären Ansatz hat, Demenz, Pflege und so weiter. Ich glaube sogar, dass die Projekte, die Sie in Zusammenarbeit mit der Stiftung miteinander in Bezug auf Senioren durchgeführt haben, sinnvoll sind. Allerdings glaube ich auch, dass es dort ein sehr schlechtes Preis-Leistungs-Verhältnis gibt. Aber Modellprojekte, Projekte ohne Bestätigung reichen nicht aus. Das sagen wir Ihnen hier aber auch nicht nur als SPD. Es ist auch ein Ergebnis des 7. Altenberichts, den Sie ja nun sich weigern, zur Kenntnis zu nehmen. Er beschäftigt sich insbesondere mit der Daseinsvorsorge in den Kommunen für die ältere Generation vor Ort.
und er benennt klar Aufgaben, die Bund und Länder haben, die Kommunen dabei zu unterstützen, die Voraussetzungen für ein selbstbestimmtes Leben der älteren Generation zu schaffen. Da gilt es unter anderem, wie ich schon gesagt habe, einen Wohnungsbau und einen ÖPNV zu fördern. Da gilt es aber vor allem, die Kommunen mit Beratung und allen nötigen Mitteln auszustatten, damit die Daseinsvorsorge wirklich gelingt. Davon ist in der Regierungserklärung nichts zu hören. Es gilt, Seniorenpolitik zu einer Querschnittsaufgabe zu machen. Es gilt, die Kommunen von dem Sparzwang zu befreien, damit sie eine gute Daseinsvorsorge vor Ort anbieten können. Andere Bundesländer haben sich aufgemacht, alle staatlichen Einrichtungen und Einrichtungen des Landes gesetzlich darauf zu verpflichten, Teilhabe am Gesellschaftsleben und Mitwirkungsrechte der älteren Generation zu stärken. So hat Thüringen schon 2012 ein Seniorenmitwirkungsgesetz beschlossen. Und zwar jetzt nicht die bösen Rot-Rot-Grün in Thüringen, sondern die schwarz-rote Koalition mit Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht, CDU. Bei den Mitwirkungsrechten der älteren Generation bleibt Ihre Rede im Wagen. Und wir wollen zwar mit den Leuten reden, und irgendwie dürfen die auch etwas dazu sagen, aber konkret werden sie nicht. Und ein Wort hat mir besonders gefehlt, wenn es um den Umgang mit der älteren Generation geht. Vielleicht habe ich es überhört. Respekt. Respekt ist das, was Sie fordern. Und diesen Respekt kann ich oft nicht erkennen. Ich komme nun zum zweiten Teil des Titels Ihrer Regierungserklärung, und der ist nun wirklich mutig. Wir haben die passenden Antworten. Wenn ich mal vorüberziehen lasse, was wir gestellt haben als SPD-Fraktion an Beantwortung im seniorenpolitischen Bereich, dann sieht das so aus. Häufig haben Sie keine Antwort. Oft haben Sie sachlich falsche Antworten. Und manchmal passen die Antworten nicht wirklich. Wenn wir z.B. fragen, gibt es eine Suizidberatung in Hessen, Suizidprävention, kriegen wir die Antwort, nein, es gibt keine Suchtprävention. Da kann man nur hoffen, dass diese Antwort falsch ist. Sie machen sich nicht die Mühe. Im vergangenen Jahr wollte die SPD-Fraktion einen Überblick über die Lage und Arbeitsbedingungen der Seniorenbeiräte in Hessen erlangen. Ihre Antwort strotzte vor Fehlern. Wir haben uns im Ausschuss damit auseinandergesetzt. Es hat etwas mit Respekt zu tun, wenn die Landesregierung Anfragen der Abgeordneten ordentlich beantwortet, auch wenn die Abgeordneten unter 60 Jahre alt sind. Aber es hat auf jeden Fall etwas mit Respekt zu tun gegenüber den vielen ehrenamtlichen Seniorinnen und Senioren, die sich in ihrer Freizeit für das Gemeinwohl und den Dialog zwischen den Generationen einsetzen. Zu dem Respekt möchte ich Ihnen auch einmal ans Herz legen. Wenn die Regierungsfraktionen zur Jahreshauptversammlung des Landesseniorenrates, wo jeder ein Grußwort sprechen darf, jemanden schicken, der sich überhaupt nicht für die Themen dort interessiert, sondern sich vor diese gestandenen Seniorenpolitiker aus ganz Hessen hinstellt und sagt, meine Damen und Herren, das Wichtigste, was wir tun müssen, ist, den Salafismus zu bekämpfen. Dann frage ich mich, was soll das? Und wenn die letzte Aussage dann ist, meine Damen und Herren, schicken Sie Ihre Kinder und Enkel in die Kirchen zu beten, dann sage ich mich, so schlimm ist diese Landesregierung auch wieder. Ja, Sie werfen mir Kabarett vor. Ich finde, man kann ernste Sachen auch manchmal ein bisschen unterhaltend vortragen. Das würde in diesem Hause.
Es würde diesem Hause gut tun, wenn wir das alles nicht so verbissen sehen würden. Und ich glaube, dass Sie an der Ernsthaftigkeit meiner Vorschläge nicht, trotzdem nicht zweifeln werden. Das hoffe ich zumindest. Ich möchte Ihnen aber gerne die Geschichte weitererzählen von dieser verfuschten Seniorenanfrage. Ein halbes Jahr später erfahren wir, dass die Landesregierung eine Abfrage bei den Kommunen macht, die sich genau speist aus dieser Anfrage. Ich habe spaßeshalber eine Tabelle gemacht, die kann ich allen zeigen. Wir hatten ein paar Fragen mehr. Eins zu eins unsere Fragen übernommen. Da muss man mal sagen, der Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen ist zwar bekannt geworden durch den Spruch, Opposition ist Mist, aber manchmal kann man auch aus der Opposition heraus doch tatsächlich erreichen, dass die Regierung arbeitet, wenn man nur lange genug bohrt. Also, wir sind gespannt, wenn wir das Ergebnis bekommen. Ich bin leider, habe leider überhaupt nicht aufgepasst, wie viel Redezeit ich noch habe. Zwei Minuten. Dann muss ich ja schon zur Zusammenfassung kommen. Also, meine Damen und Herren, schade, ich hatte meinen Kollegen auch noch ein paar persönliche Geschichten versprochen. Die müssen jetzt entfallen. Meine Damen und Herren, die Aktivitäten der Landesregierung im Seniorenbereich sind nicht falsch. Sie sind aber kleinteilig und wenig nachhaltig. Der Antrag, den wir vorliegen haben, ist nicht der Rede wert. Seniorenpolitik ist keine Nische im Sozialbereich, sondern eine Querschnittsaufgabe über alle Politikfelder und staatlichen Ebenen hinweg. Seniorenpolitik muss bei jeglichem staatlichen Handeln mitgedacht werden. Die passenden Antworten haben Sie nicht. Sie haben nicht einmal die richtigen Fragen. Auch die sind bei uns abgekupfert. Danke schön. Vielen Dank, Frau Kollegin Alex. Als nächstes hat sich gemeldet für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen gemeldet, Frau Abgeordnete Erfurt. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der neue Blick aufs Alter bedeutet aus meiner Sicht die bewusste Wahrnehmung der Gesellschaft, so wie wir sie in Hessen haben. Und er bedeutet auch eine Vorschau, wie sich unter den derzeitigen Parametern die Gesellschaft weiterentwickeln wird. Und es gehört der bewusste Umgang dazu, wie eine Gesellschaft sich verändert, wie sie älter wird. Wir haben ja die demografischen Daten, dass eben immer mehr Menschen älter werden und zum Glück auch gesund älter werden. Und deshalb ist es auch die Aufgabe der Landesregierung, sich auf diese verändernden Rahmenbedingungen einzustellen. Frau Kollegin Alex, Sie haben angemahnt, das müsse eine Querschnittsaufgabe in der Politik sein. Ja, stimmt. Und genauso behandeln wir das auch. Und genauso sehen wir das auch. Und genauso geht der Landesregierung das Thema an. Und da ist das Ganze mehr als die Summe seiner Teile. Sie haben es vielleicht nicht so erkennen können, aber genau das ist es. Es sind viele, viele Bausteine, die aufeinander aufbauen und hier einen gemeinsamen Faden bilden, um sozusagen die alternde Gesellschaft einzubinden und passgenaue Antworten zu finden. Genauso tun wir das. Und Sie haben es angesprochen, ja, die Pflege wird überwiegend von den Heldinnen des Alltags erbracht. Nämlich die überwiegende Zahl der Menschen wird zu Hause gepflegt, und überwiegend wird dann die Pflege auch von Frauen erbracht.
Genau so ist es. Und diese Beschreibung trifft einfach zu. Das kann man auch nicht verrücken. Und genau deshalb, um die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf besser zu gewährleisten, genau deshalb gibt es die Charta Vereinbarkeit von Pflege und Beruf. Genau das ist die Antwort darauf, zu versuchen, hier Frauen tatsächlich auch stärker einzubinden und sie zu entlasten. Und auf Menschen, das können ja auch nicht, müssen, manchmal pflegen ja auch sogar Männer, eben Männer für Männer und Frauen, die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf einfach besser zu machen. Und das ist der Weg, auf den wir gemeinsam hinsteuern wollen. Meine Damen und Herren, der Sozialminister hat sehr unterschiedliche Lebenslagen zutreffend, aus meiner Sicht zutreffend beschrieben. Dort sind die Menschen, so wie er und ich, die sich längst noch nicht im Rentenalter angekommen fühlen und die auch nach neuen Herausforderungen suchen, sei es im Beruf oder im Ehrenamt. Oder aber die Menschen, die Unterstützung und Hilfe brauchen, die die Kollegin Alex jetzt mehr im Blick hatte. Aber es gibt sie beide, und wir müssen beides auch zusammen im Blick behalten. All diese Menschen brauchen passende Angebote, und die Koalition in Hessen arbeitet daran, diese zu entwickeln und umzusetzen. Und dabei haben wir einiges schon erreicht. Minister Grüttner hat das umfassend beschrieben. Ich will das nicht alles wiederholen. Meine Damen und Herren, heute ist der 30. Mai. Der 30. Mai ist der Deutsche Diversity-Tag, der Tag, an dem in ganz Deutschland und natürlich auch in Hessen zahlreiche Aktionen in Unternehmen und Institutionen stattfinden, um den Gedanken von Vielfalt aufzugreifen und stärker ins Bewusstsein zu rücken. So gibt es in vielen Unternehmen, heute auch in Hessen, die feierliche Unterzeichnung der Charta der Vielfalt. Sie können, wenn Sie Lust haben, mal auf der Homepage der Charta der Vielfalt nachschauen. Es ist eine beeindruckende Zahl von Unternehmen, die heute in feierlichen Rahmen diesen Tag begeht und auch die Charta unterzeichnen will. Und so gibt es z.B. in Kassel gibt es zusammen mit dem Bildungswerk der nordhessischen Wirtschaft die Vorstellung von gelungenen und nachahmenswerten Beispielen einer gelungenen Integration. Auch das ist eine gute Botschaft, und auch hier ist die Landesregierung im Boot und am Puls der Zeit. Meine Damen und Herren, wir haben in Hessen viele unterschiedliche Bevölkerungsgruppen aus ganz unterschiedlichen Kulturen, mit ganz verschiedenen Religionszugehörigkeiten, mit unterschiedlichen geschlechtlichen Prägungen, verschiedener sozialer und kultureller Herkunft und verschiedenen Bildungsstandards. Das ist kein Vereinzelungsthema, sondern es ist ein Thema, genau zu schauen, was brauchen die Menschen in ihrem Bereich und wie kann man sie am besten unterstützen und begleiten. Meine Damen und Herren, wir haben erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg Menschen mit Behinderungen, die ganz normal ins Rentenalter kommen, also Menschen, die in den Werkstätten gearbeitet haben und jetzt das Rentenalter erreicht haben, eine neue Erfahrung, wie sozusagen diese Gruppe von Menschen weiter auch begleitet und betreut wird. Und wir haben erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg eine Gruppe von Menschen, die ihre gleichgeschlechtliche Liebe offen leben können und offen leben und die Unterstützungssysteme im Alter brauchen, vielleicht aber auch auf dauernde Pflege angewiesen sind. Und es gibt daneben verstärkt auch Menschen, die als Gastarbeiter zu uns nach Deutschland gekommen sind oder die auch andere Gründe hatten, um hier bei uns zu leben, und die entgegen der ursprünglichen Annahmen nicht in das Land ihrer Geburt zurück wollen oder auch nicht zurück können. Und auch diese Menschen, meine Damen und Herren, werden älter, und auch sie sind auf Unterstützungsleistungen und auf die Gesellschaft, auf das gesellschaftliche Tragen angewiesen. Sie sehen, auch im Alter haben wir zunehmend einen Querschnitt durch eine bunte Gesellschaft, wie sie auch von Herrn Grüttner beschrieben worden ist. Und auch hier ist die Aufforderung, genau hinzuschauen und zu schauen, was sind die Antworten und wie sind diese Antworten und wie sehen sie aus. Und ich möchte dabei zwei Bereiche ganz besonders beleuchten. Da ist zum einen die Gruppe der Menschen mit Migrationshintergrund und zum anderen die Gruppe der Menschen, die offen gleichgeschlechtlich leben. Beides verlangt nach kultursensibler Pflege. Und wenn diese Menschen dann auf Unterstützungssysteme oder Pflege angewiesen sind. Das sind neue Herausforderungen an Pflegeeinrichtungen und an das Pflegepersonal, aber auch an
an die Bevölkerung, die hier in Deutschland lebt. Auch da braucht es Akzeptanz dafür, dass sich das Pflegepersonal in den Einrichtungen verändert. Wir haben in Hessen den Anteil der Schülerinnen und Schüler in der Altenpflegeausbildung ohne deutsche Staatsangehörigkeit kontinuierlich steigern können. Waren es 2012 noch 16,2 % Schülerinnen und Schüler nicht deutscher Herkunft, so haben wir im letzten Ausbildungsjahrgang 20 % Anteil bei nichtdeutschen Schülerinnen und Schülern. Das ist ein gutes Signal meiner Ansicht nach, auch wenn es in erster Linie dazu gedacht war, Fachkräftemangel in der Pflege zu begegnen und hier eben die Menschen mit Migrationshintergrund stärker in den Pflegebereich einzubinden. Sie stellen eine wichtige Ressource für den Pflegebereich dar. Und das ist eine Tatsache, die nicht zu leugnen ist. Und es ist gut und richtig und wichtig, auf diesen Teil der Bevölkerung aktiv zuzugehen und dafür zu sorgen, dass auch hier eine aktive Einbindung erfolgen kann und erfolgt. Und dazu ist es wichtig, dass deutsche Sprache gut beherrscht wird. Und deshalb ist es nur zu begrüßen, dass die Landesregierung auch hier gehandelt hat und nämlich für den neuen Ausbildungsjahrgang 2016/2017 noch einmal extra Sprachkurse für Menschen, die in der Pflege arbeiten wollen, anbietet und auch mitfinanziert. Auch das ist der richtige Weg, Menschen aus anderen Herkunftsländern, die dauerhaft in Deutschland bleiben wollen, einzubinden und sie würde voll und angemessen dann zu verpflegen und zu versorgen, wenn es dann so weit kommen sollte. Denn auch das dürfen wir nicht vergessen, auch bei den Familien mit Migrationshintergrund lösen sich Familienstrukturen auf. Da sind die nicht anders, sind diese Familien nicht anders als deutsche Familien, wo eben die traditionellen Familienstrukturen schon sehr, sehr viel weiter aufgelöst sind. Das ist der Beginn einer Entwicklung, die wir begleiten müssen und die wir auch angehen, zu begleiten. Gleiches, auch das will ich noch einmal sagen, gilt für Schwule und Lesben. Solange die Menschen sich fit fühlen und Selbstverantwortung für sich übernehmen können, scheint die Welt in Ordnung. Aber in der Pflege gilt es, die ganz besondere Situation dieser Menschen aufzugreifen und dafür zu sensibilisieren. Möglicherweise haben ja die zu Pflegenden auch eine lange Leidensgeschichte hinter sich, die durch ihre sexuelle Identität hervorgerufen wurde und die auch jetzt beachtet wird und die als neue Herausforderung auf das Pflegepersonal zukommt. Mit diesen beiden Beispielen möchte ich einfach nur deutlich machen, wie wichtig es ist, kultursensibel zu pflegen und dass es gut und richtig ist, Altenpflege auch an kulturellen Gesichtspunkten festzumachen, so wie wir es, in unserem Antrag beschrieben haben. Minister Grüttner hat darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, Menschen in allen Lebenslagen zu unterstützen und auch das Erfahrungswissen der älteren Menschen einzubinden. Ja, das will ich ausdrücklich unterstreichen, und ich will hinzusetzen, das gilt auch ausdrücklich für Menschen mit Migrationshintergrund. Ich denke, auch gerade im Ehrenamt, wir brauchen mehr Menschen mit interkultureller Erfahrung in allen Lebensbereichen, sei es im öffentlichen Dienst, sei es bei der Polizei, sei es bei der Feuerwehr oder auch im Sportverein. Es ist gut, dass der Anteil der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten mit Migrationshintergrund zunimmt und dass im Innenministerium aktiv um diese Bevölkerungsgruppe geworben wird. Es ist gut, dass die Feuerwehren versuchen, auch nichtdeutsche Bevölkerungsteile für die Feuerwehr zu begeistern und auch hier auf Nachwuchssuche sind. Es ist gut, dass es in Sportvereinen entsprechende Initiativen gibt, auf Flüchtlinge zuzugehen. Das ist ja Teil des Aktionsplans. Und so viel zu Ihnen, Frau Alex. Hier setzen sich viele, viele Puzzleteile zusammen, weil wir einen Plan haben und ein Bild, wo wir hinwollen, nämlich interkulturell und gemeinsam in Deutschland und in Hessen zu leben. Und das ist auch gut und richtig. Ich gebe zu, es gibt noch so einen gewissen Nachholbedarf, was das Einbinden der Menschen nicht deutscher Herkunft in unsere Ehrenamtsstruktur gibt. Das hat viele Gründe, und die sind nicht alle gesetzlich zu verordnen.
Das ist auch teilweise unserer deutschen Vereinskultur geschuldet. Ich meine das gar nicht als Vorwurf, sondern als Beschreibung der Situation und des Zustandes. Da ist ja noch ein Stück gesellschaftliche Annäherung zu leisten, die man nicht verordnen kann, aber die wir gemeinsam gehen müssen und wo wir gemeinsam voneinander lernen müssen. Das wird ja auch zum Teil vom Land unterstützt, nämlich bei der Werbekampagne für die Feuerwehren oder aber auch durch den Aktionsplan, wenn es um Sport mit Flüchtlingen geht. Meine Damen und Herren, es ist wichtig, sich auch in jüngeren Jahren schon bewusst zu machen, was es heißt, älter zu werden, gegebenenfalls mal auf Unterstützung und Pflege angewiesen zu sein. Die meisten von uns neigen ja dazu, den Gedanken ans Alter, vielleicht auch an Demenz oder an Pflegebedürftigkeit, erst einmal ganz weit nach hinten zu drängen. Es hilft aber nichts. Denn wer nicht schon mit jungen Jahren sterben will, der muss sich mit diesem Gedanken vertraut machen und muss dafür sorgen, dass sozusagen auch in seinem Denken dieser Teil des Lebens, der dazugehört, Platz greift. Und hierbei bietet die Landesregierung durchaus Unterstützung an für die Menschen, die auch diese Unterstützung annehmen wollen. Da geht es um Wohnraum. Gerade im Alter, aber auch nicht nur da, ist es ja wichtig, barrierearm zu wohnen und zu leben. Das ist aber nicht nur für ältere Menschen wichtig, auch für Menschen mit Behinderungen, egal wie alt sie sind, oder für Familien. Es ist durchaus angenehm, barrierearm zu wohnen und barrierearm zu leben. Das ist ein Qualitätsmerkmal, das hilft, selbstbestimmt und eigenständig zu leben. Und auch hier ist Bewusstseinsbildung aus meiner Sicht ein wichtiges Merkmal. Viele Maßnahmen lassen sich ja zum Beispiel bereits beim Bau von Häusern ohne große Mehrkosten umsetzen. Nur wenn hinterher teuer umgerüstet werden muss, dann geht es ins Geld. Für mich das einfachste Beispiel sind Türen. Da wird häufig ohne ersichtlichen Grund die Tür zur Toilette schmal gemacht. Wenn sie dann einmal breiter gebaut werden muss und aufgestemmt werden muss, dann ist es immer ein Vielfaches teurer, als wenn man gleich beim Bau eines Hauses dafür sorgt, dass alle Türen so breit sind, dass man auch mit einem Rollator oder, wenn es denn sein muss, auch mit einem Rollstuhl immer gut durchkommt. Auch das sind Dinge, einfache Dinge, die ich in den Bereich der Bewusstseinsbildung einordne. Aber hierfür ist es gut, dass es die Fachstelle für Wohnraumberatung gibt. Sie haben recht, Frau Alex, sie gibt es bisher nur in Kassel. Aber es werden hauptamtliche und ehrenamtliche Wohnraumberaterinnen und Berater im ganzen Hessenland als Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner zur Verfügung gestellt, um so zu ermöglichen, dass Menschen Informationen bekommen und dass Menschen, solange es möglich ist, auch in ihrer vertrauten Umgebung bleiben können. Es gibt dann noch den Fachbeirat Wohnen im Alter, in dem alle relevanten Vereine und Institutionen vertreten sind. Dieser Fachbeirat hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Thema weiterzuentwickeln und zu begleiten. Denn auch hier gilt, neue Anforderungen brauchen neue Lösungen. Das entwickelt sich ja auch immer weiter fort, technischer Fortschritt und auch die Bedürfnisse der Menschen. Barrierefreiheit ist nicht nur ein Vorteil für ältere Menschen. Ich sagte es bereits. Barrierefreiheit oder barrierearmes Umfeld hilft gleichermaßen Menschen mit Behinderungen, Familien, und es hilft auch Radlerinnen und Radler, die sich im öffentlichen Raum bewegen, dass Schwellen und Barrieren abgebaut werden oder gar nicht erst eingezogen werden. Auch das kommt ja vor, dass in Fußgängerzonen nachträglich noch einmal ein schönes Podest eingebaut wird, und dann kommt die Mama mit dem Kinderwagen nicht mehr vor die Schaufenster zum Gucken. Ich schaue gerade auf Angela Dorn. Die wissen nicht. Ich glaube, du hast gerade ein Beispiel vor Augen. Ja, meine Damen und Herren, von daher ist Barrierefreiheit etwas, was uns alle angeht und was man, wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, auch gut umsetzen kann. Und da ist es gut, dass auch von der Landesregierung Zeichen gesetzt werden. Frau Alex, Sie haben über öffentlichen Personennahverkehr gesprochen und davon, dass Menschen nicht von A nach B kommen. Das ist noch nicht überall optimal, stimme ich Ihnen zu. Aber gerade der Punkt barrierefreien Haltestellen im ÖPNV ist ein Punkt, dem sich die Landesregierung sehr wohl angenommen hat. Also, da gibt es immerhin ein großes Paket, 30 Millionen sind es, glaube ich, die in die Infrastruktur investiert werden, um gerade auch Barrierefreiheit an Haltestellen, an Bahnhöfen herzustellen. Es geht nicht alles auf einmal, aber es geht Schritt für Schritt. Und genau das ist der richtige Weg, gemeinsam voranzukommen und Barrierefreiheit herzustellen.
Ja, und auch die Novelle der Bauordnung, die werden wir demnächst auch im Landtag haben. Die soll erreichen, dass Barrierefreiheit besser umgesetzt werden kann. Auch das ist ein wichtiger Schritt. Einen Anfang haben wir schon einmal gemacht mit der Änderung des Denkmalschutzgesetzes. Das haben wir hier vor kurzem im Hessischen Landtag verabschiedet. Meine Damen und Herren, das Spektrum ist vielfältig. Und ich glaube, wir sind alle insgesamt gut beraten, ein waches Auge aufs Alter zu haben, ein waches Auge auf das zu haben, was uns alle ereilen wird. Das ist der Lauf der Welt. Und dass wir gemeinsam daran arbeiten, dass die Hessische Landesregierung hier auch diesen Schritt weiter mit uns geht. Und bis jetzt ist aus meiner Sicht die Hessische Landesregierung gut aufgestellt mit den Maßnahmen, die bisher angegangen worden sind. Wir von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN unterstützen Sie dabei nach Kräften und werden gemeinsam dafür sorgen, dass ältere Menschen in Hessen eine gute Zukunft haben werden. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Frau Kollegin Erfurth.